diesmal ein Spiel aus der Premier League aus England hier für euch analysiert von uns. Das Duell zwischen den Sky Blues, also Manchester City, und den Magpies aus Newcastle. Die letzten 5 Partien der beiden allesamt zugunsten von Man City ausgegangen. 3-1, 2-0, 3-1, 3-1 sowie 2-1. Performance-technisch beide gleich bewertet. 64%. City zuletzt mit der 2-0-Niederlage gegen Everton. Dann im Pokalspiel 5-0 über Barnsley gegen Aston Villa, 1-0 gewonnen, gegen Chelsea 2-0 gewonnen, sowie ebenfalls im Pokal ein 4-0 über Leeds United. Bei den Magpies gegen Wigan Athletic letztes Spieltag 2-1 verloren, gegen Anchi Mahatschkala 1-0 gewonnen, Rückspiel, das Hinspiel endet ja 0-0 und damit halt weitergezogen in der Europa League. Ansonsten gegen Stoke City 2-1 gewonnen und gegen die Waliser 1-0 verloren, also gegen Swansea City. Torschützen technisch bester Torschütze der Sky Blues. 12 Tore von Edin Dzeko, dem alten Bekannten aus der Bundesliga. Dahinter die beiden Argentinier Agüero und Tevez mit 9. Der Ivora Yaya Touré mit 5 sowie James Milner mit 3 Toren. Bei Newcastle ebenfalls ein Ex-Bundesligaspieler an der Spitze, beziehungsweise sogar 2. Bester Torschütze hier Demba Ba, aktuell ja, beziehungsweise jetzt für Chelsea unterwegs. Dann noch Papi Stemba Sissé mit 7 Toren, Joan Caballé mit 6, Moussa Sissoko und Ben Arfa mit 3 Toren. Ihr seht, die Newcastle-Mannschaft ist recht französisch angehaucht, sag ich mal. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Spitzname für den Trainer war. Auf jeden Fall kommen wir zu den letzten Duellen. 14 Siege stehen hier für Manchester zu Buche, 6 Unentschieden und 7 für die Magpies. Tabellarisch, Man City ist Zweiter mit 59 Punkten und dabei hinter Stadtrivalen Man United gelistet, der schon mit 74 Punkten auf dem besten Weg zur Meisterschaft ist. Die Newcastle-Truppe aktuell nur 13. für ihren Kader eigentlich zu schlecht bewertet. In der Abwehr passt es diese Saison einfach nicht und somit haben sie halt bei minus 11 Toren nur 33 Punkte. Kommen wir zu den Verletzungen der beiden Truppen. Mika Richards hat eine Knie-OP hinter sich, genauso wie Mike Conn. Der müsste aber bald wieder fit sein. Ansonsten noch Jack Rodwell, eins der kommenden defensiven Mittelfeld-Talente, beziehungsweise er ist ja eigentlich kein Talent mehr, sondern ein fast schon Rohdiamant. Der hat eine Oberschenkelverletzung, ansonsten noch Kun Agüero, ebenfalls mit Knieproblemen. Der sollte aber auch bald wieder auf dem Platz stehen. Newcastle, da sieht es schon ein bisschen düsterer aus. Die Verletzung, die die Magpies wahrscheinlich am stärksten trifft und am schwersten wiegt, ist der Ausfall von Torhüter Tim Krul, dem Niederländer. Ansonsten Kapitän Colocini. Der hat, was hat er denn, eine Rückenverletzung, das wird auch noch knapp einen halben Monat dauern, bis er wieder fit ist. David Santon mit einer Hüftverletzung, Ryan Taylor Kreuzbandriss, Haidara mit einer Knieverletzung, Mathieu Debuchy, einer der vielen Franzosen im Team, mit einer Oberschenkelverletzung, Haris Vucic, 1, offensives Mittelfeld, ein Talent, Kreuzbandriss und Hatem Ben Arfa mit einer Oberschenkelverletzung. Ich weiß gar nicht, wie viele Franzosen die haben. Einer der wichtigsten Franzosen für Newcastle, auch ein Winterneuzugang, ist wahrscheinlich Yangam Biwa, Innenverteidiger von Montpellier. Ansonsten noch Debuchy, der ist Rechtsverteidiger, der müsste aber ausfallen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Mittelfeldmann Joan Caballé ist, glaube ich, auch der teuerste Mann der Truppe mit 16,5 Millionen Euro. Wer ist hier noch zu nennen? Ben Arfa, wie gesagt, ist aber verletzt. Ansonsten Papi Stemba Sissé, der Senegalese, allerdings auch mit französischem Pass
und Joao Gauffran. Ich denke mal, dann wird die Doppelspitze der Magpies Cissé Gauffran heißen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir mal abschließend zu meinem Tipp. Ich denke einfach mal, dass Man City hier ihre Tendenz hält und im Endeffekt mit 2:0 über die Magpies siegt.